Hi, heute habe ich mal wieder ein sensationelles Rippchenrezept für euch, und zwar diese hier. Das sind Rippchen mit einer Macadamia-Karamellkruste, und wie ich die gemacht habe, zeige ich dir in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Bevor ich meinen Moester Barbecue-Schere starte, füllen wir erst nochmal Pellets nach. Ich habe hier ein paar schöne Kirschholz-Pellets. Das sollte für die nächsten Male smoken reichen. Dann können wir eine Schere starten. Einfach hier aufs Knöpfchen drücken. So, und wir möchten gleich als allererstes natürlich wieder smoken. Das heißt, ich aktiviere die Smoke-Funktion. Stelle hier 90 Minuten reichen mir ein. Und jetzt heizt der Grill halt eben auf. Wenn er so bei 80 Grad ist, beginnt die Smoke-Funktion. Dann beginnt der Timer zu laufen. Und danach möchte ich gerne den Grill auf 130 Grad einregeln. Das stelle ich jetzt einfach schon mal ein. Und ja, dann lassen wir den Grill jetzt auf Temperatur kommen und kümmern uns ums Fleisch. Während der Sheriff jetzt auf Temperatur kommt, kümmere ich mich mal um das Fleisch. Hier habe ich 6 wundervolle Stränge Ribs. Die sind aus dem Rib-Paket von Your Beef. Die gibt es da zusammen mit meiner Pure Barbecue-Mischung und noch ein paar Salsiccia-Würsten. Und die werde ich eben heute verwenden. Die müssen wir gleich noch vorbereiten. Das heißt, die Silberhaut kommt wieder runter. Und da würde ich sagen, legen wir mal los. Alter Trick, ne? Löffel nehmen. Und dann einfach gerade hinten am Ende damit unter den Knochen gehen. Dann nehme ich mir so ein Zebertuch hier und ziehe die Silberhaut gerade runter. Das klappt manchmal gut und manchmal klappt das schlecht. Heute ein bisschen schlechter, das heißt, da muss ich jetzt also mit dem Löffel nochmal ran. Irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo die Silberhaut dann am Ende weg ist. Ich bereite jetzt die anderen noch vor und dann geht's weiter. Die Silberhaut ist runter, jetzt werden die Ribs gewürzt. Dafür verwende ich also die Pure Barbecue Mischung. Die findet ihr also in dem Rib-Paket von Your Beef. Und die gebe ich jetzt hier über die Ribs drüber. Das Ganze mache ich natürlich wieder in so einer Schale, damit der Rub, der vorbeifällt, nicht verloren ist, sondern dass wir den dann auf jeden Fall noch verwenden können hier für unsere Rippchen. Und dann werden jetzt beide Seiten von den Rippchen schön mit der Rub versorgt. Die Ribs sind vorbereitet, der Sheriff ist auf Temperatur, also legen wir sie auf. So, der Smoke Countdown hat begonnen. Wir haben reichlich Rauch im Sheriff, das ist wunderbar. Und dann kann ich jetzt die Ribs auflegen. Und wie ihr seht, wir haben eine Menge Platz auf dem Gerät. Absolut fantastisch. Ich schiebe die so ein klein bisschen zusammen. Und das, was wir hier noch an Rub haben, gebe ich noch so ein klein bisschen übers Fleisch drüber. Und dann Deckel zu und 1,5 Stunden räuchern lassen. So, 1,5 Stunden räuchern sind rum. Jetzt hat der Sheriff auf die eingestellten 130 Grad auf. Jetzt, da sind sie. So, und wir schauen mal nach unseren Rippchen. Denn jetzt kommt die Dämpfphase. Ich habe hier die Konsistenzform schon stehen, zusammen wieder mit dem Deckelhalter. Und ich habe mir in einem Wasserkocher Wasser vorbereitet. Denn ja, bei den Temperaturen hier, wenn ich jetzt eiskaltes Wasser hier rein tue, bräuchte der Grill erst ewig, um das zu erhitzen. Das wollen wir natürlich nicht. So, das heißt, wir können jetzt die Ribs umziehen. So schauen sie jetzt nach 1,5 Stunden Räuchern aus. Und ich stelle sie einfach gerade hier in den Deckelhalter rein. Und dann stelle ich die Konsistenzform in den Grill und gebe jetzt eben von dem kochenden Wasser in die Schale hinein. Nur so gute 200 Milliliter reichen da vollkommen aus. Dann kommt jetzt die zweite Konsistenzform oben drauf, damit wir dämpfen können. Deckel zu und 130 Grad 2 Stunden.
Eine gute Viertelstunde Dämpfen haben wir noch vor uns. Jetzt bereite ich das Macadamia-Karamell zu. Dafür brauchen wir verschiedene Sachen, und zwar Macadamia-Nüsse. Die sind geröstet und gesalzen. Das heißt also, wir haben also quasi ein Salted-Karamell mit Macadamia. Dann haben wir hier braunen Zucker, etwas Wasser und hier habe ich noch etwas kochendes Wasser. Und da habe ich meine gusseiserne Pfanne. Den Brenner starte ich schon mal. Lass mal die gusseiserne Pfanne heiß werden und geben da braunen Zucker hinein, und zwar nicht zu wenig. Komm. Obendrauf kommt dieses Glas Wasser. Jetzt verrühren wir das, dass der Zucker nach Möglichkeit da schön drin schmelzen kann. So, und während das jetzt heiß wird, habe ich hier die Macadamia-Nüsse. Und die werden jetzt mit dem Messer fein zerhackt. Nebenbei immer einen Blick auf den Zucker halten, aber das geht noch. So, die Temperatur vom Brenner kann ich jetzt schon ein bisschen runterstellen. Denn wie ihr sehen könnt, kocht das Ganze schon gewaltig. Und wir möchten jetzt, dass der Zucker halt ein bisschen Farbe kriegen kann. Macadamia sind auch soweit. Da trenne ich mir jetzt erstmal ein bisschen was von ab. Alles davon wandert nicht in das Karamell hinein, sondern ein Teil wird einfach später dann nochmal über die Rips drüber gegeben. Das Ganze lasse ich jetzt in der Pfanne so ein paar Minuten köcheln, dass das Karamell richtig schön dunkel wird. Wir wollen nicht, dass es zu dunkel wird, dann wird der Zucker nämlich bitter, aber ein bisschen Farbe darf es noch bekommen. Das Karamell sieht inzwischen sehr gut aus. Man merkt auch beim Umrühren, dass das Ganze jetzt schon zähflüssiger wird. Jetzt habe ich hier etwas kochendes Wasser. Davon gebe ich hier rein und ihr seht, das kommt sofort hoch. Auf jeden Fall immer da muss der Topf groß genug sein. So, wunderbar. Und jetzt kann ich die Macadamia-Nüsse mit dazugeben. Das Ganze ordentlich durchrühren. Und ich kann euch sagen, das ist ein Duft. Das ist der Wahnsinn. So, das Ganze jetzt wieder aufköcheln lassen. So, die gusseiserne Pfanne kann aus, beziehungsweise der Brenner kann aus. Und jetzt rühren wir das Ganze noch weiter. Aber man merkt richtig, wenn man das mit dem Holzlöffel umrührt, dass das also schon so ein richtig schöner Sirup ist. Und das lasse ich jetzt einfach mal noch so lange stehen, bis wir dann die Rippchen glasieren wollen. So, 2 Stunden Dämpfen sind rum. So, hier ist meine Macadamia-Kruste. Und hier sind die Rippchen. Oh ja, die haben sich schön, das Fleisch hat sich schön vom Knochen zurückgezogen. Sieht fantastisch aus. Die nehmen wir jetzt und setzen sie vorsichtig wieder auf den Grillrost drauf. Die sind auf jeden Fall schon schön weich. Und dann habe ich ja jetzt hier meine Macadamia-Mischung, mein Karamell. Das gebe ich jetzt über die Rippchen drüber. So, ein bisschen verteilen. Und dann machen wir erstmal den Deckel zu. So, gute 15 Minuten später. Oh, die sehen fantastisch aus. Habe ich jetzt noch hier die restlichen Macadamia-Nüsse. Und die verteile ich jetzt gerade noch auf den Rippchen. Das sieht wirklich verboten gut aus. So, ich denke mal noch eine Viertelstunde, dann sind sie fertig. So, eine gute halbe Stunde später sind meine Macadamia-Ribs fertig. Jetzt drücken wir hier mal auf das Knöpfchen. Der Sheriff geht in den Turndown-Cycle und ich kann die Rippchen vom Grill holen. Schaut sie euch an, die sehen fantastisch aus. So habe ich mir das vorgestellt. Dann nehmen wir sie mal vorsichtig runter. Und da liegen sie jetzt, die Rippchen mit der Macadamia-Karamellkruste. Und da schneiden wir uns jetzt mal ein Stück von runter. Also schneiden ist relativ, man kann das auch einfach so auseinanderzupfen. Aber die sehen richtig fantastisch aus. Und ja, wir können die einfach so vom Knochen runterziehen. Und ich sage mal, sehr zum Wohl.
Sie sind so, wie ich Rippchen liebe. Es ist nicht so, dass das Fleisch komplett matschig ist. Es hat noch ein klein bisschen Biss. Und dann diese Macadamia-Nusskruste mit dem Karamell oben drüber. Das ist wirklich eine herrliche Sauerei. Es braucht nicht immer Barbecue-Soße auf Rippchen. Diese Macadamia-Nuss mit dem Karamell passt da richtig, richtig gut. Das ist wirklich eine herrliche Leckerei, die ihr auf jeden Fall mal nachmachen solltet. Die Ribs und den Rub bekommt ihr bei Your Beef. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da gibt es ein Rib-Paket. Da sind auch noch ein paar Salsiccia-Würstchen mit dabei, damit die Wartezeit nicht ganz so lang wird. Und dann kann ich euch nur sagen, macht dieses Rezept mal nach. Ribs brauchen nicht immer Barbecue-Soße. Diese Macadamia-Karamellkruste ist eine richtig feine Geschichte. Das solltet ihr nachmachen. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß bei und ich hoffe, ihr habt auch Spaß an dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich einen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten des Kanals, dann könnt ihr das gerne unten auf kostenfreier Ehrengrillerbasis nachholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der sieht immer wieder Insta-Stories von den Sachen, die ich mache. Schaut da sehr gerne vorbei, da seid ihr einfach näher dran. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und Leute, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Das ist mal ein richtig geiles Rip-Rezept. Bis zum nächsten Mal. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.